Parabelherrn. dass wir da ein Video in einem Video angucken mussten. Nochmal, genau. Okay. Ich muss nochmal kurz mich melden. Jo. Dann mache ich auch hier mal. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Gucken wir mal. Brap. Ich glaube, so ist so cool. Ist jetzt nicht so, dass du bei Alien Soldier irgendwie maximal den lautesten Sound oder so haben musst. Ja, boy! So, lass mich hier mal das dann auch gerade noch umstellen. So. Alien Soldier Grindset. Ich finde den Sound aber auch so gut von dem Spiel, wirklich. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt einfacher durch die Gebiete komme, die ich schon gemacht habe. Weil, ne, ich fange jetzt halt wieder von vorne an, dementsprechend. Das heißt, da bin ich mal gespannt, ob ich da halt irgendwie in einer gewissen Form dann besser sein werde dieses Mal. Mal gucken. Bei Doctor Who ist auch eines verloren gegangen. Machen wir mal kurz ein bisschen runter hier. Ich habe zum Beispiel eine DVD, die komplett animiert ist, anhand der originalen Skripte, aber die originalen Footage ist lost. Holy shit. Vor allem, ich meine, ich dachte halt, da müsste es ein allgemeines BBC-Archive irgendwie geben. Und die Sache ist, du hast wahrscheinlich irgendwelche Leute, die diese Episoden aufgezeichnet haben oder so vielleicht mal, wenn die liefen. Obwohl, da ist halt auch die Frage, ne? Wie alt ist das? Gab es dann bei manchen Folgen schon irgendwie VHS-Rekorder? War das schon irgendwie verbreitet? So, das ist ja so uralt teilweise. Keine Ahnung. Das ist halt echt. Aber dass sie es zumindest in den Archiven nicht irgendwie haben, finde ich so absurd. Das ist so etwas, wo es das eigentlich geben sollte. Siad wird dir verzeihen, dass du eben ein JRPG gespielt hast, weil du jetzt Alien Soldier spielst. Ja, nur dass ich das dann immer so spät mache. Aber ich meine, Siad hat auch. Es ist nicht so, als ob der irgendwie immer früh schlafen geht, glaube ich. Ich sehe den teilweise auch noch irgendwie um 3, 4 Uhr morgens im Discord schreiben. So ist es nicht. Aber ja, gucken wir mal. Das soll auf jeden Fall jetzt nicht die Normalität sein, dass die Streams einfach dann jedes Mal so 6 Stunden gehen. Aber das lag halt auch, wie gesagt, an dem Video, und plus ich wollte dann irgendwie nicht einfach den Trail-Stream dann so kurz machen. Weißt du, ich wollte jetzt nicht irgendwie, oh, wir machen heute Trails in the Sky und dann ist der Trails-Teil des Streams halt auch nur so lang wie, oder halt teilweise vielleicht dann sogar kürzer, wie halt sich die eine Reaction oder so zu machen. Deswegen, das werde ich jetzt im Vorfeld, bei solchen Sachen dann irgendwie ein bisschen anders planen. Ist jetzt nicht so, dass ich dann sage, hey, wir machen jetzt Trails in the Sky und jetzt gucke ich mir erstmal das 1,5-Stunden-Video von Robin an zu seinen Spielen des Jahres, was ich immer noch eigentlich dann gucken wollte. Weißt du, ich versuche mal hier ein bisschen zu lernen bei dem Vorschau-Video. Wie machen die das denn? Alter, genau, einfach da durchgegangen und dann den Schaden gemacht. Oh, fuck, du kannst die Dinger auch abblocken. Oh mein Gott, du kannst das abblocken, die Energie nehmen und dann nochmal durchgehen. Holy shit, einfach zugucken und lernen. Einfach diese Previews gucken und davon lernen. Ich finde das so geil, wenn du diese Demo-Videos guckst und die Leute halt einfach absolut geskillt sind. Das erinnert mich daran, wie es auch in Tony Hawk's Underground so ein Demo-Video gab. So ein Attract-Mode-Video quasi. Und da eben auch der absolute Skill gezeigt wurde und ich das erste Mal so gesehen habe, oh holy shit, okay, das geht eigentlich alles auch noch. Das kannst du irgendwie machen, ja. Ja, eben, Doctor Who ist aus den 60ern. Damals wurde halt auch bei der BBC großzügig ausgemistet. Da gab es mal eine kleine Doku auf YouTube zu dem Thema. Archivierung war damals eben noch nicht wirklich was, worum man sich damals Gedanken gemacht hat. Ja, das ist immer so. Weißt du, die Leute, die dafür verantwortlich sind, sind nicht die Leute, die sich darüber Gedanken machen, leider. Ich habe Alien Soldier bis zur Hälfte ungefähr gespielt und hatte dann keine Lust mehr wegen Skill-Issue. Hab gerade im DVD-Regal mal nachgeschaut. Die konkrete Folge ist Power of the Daleks. Vor allem bei sowas, ich meine, klar, Doctor Who hatte halt damals so, zumindest in der UK, ne, einen gewissen Stand, aber den richtigen kulturellen
so vor allem weltweit popkulturellen Bekanntheitsgrad, hat es natürlich eigentlich erst im Nachhinein bekommen. Und dann eben jetzt auch nochmal vor allem mit der neuen Serie oder so. Und dann ist es natürlich, okay, wie konnte man das damals irgendwie nicht irgendwie aufbewahren oder sonst was. Aber es ist eben, ne, teilweise verschiedene Sachen gewinnen vielleicht eben auch erst im Nachhinein so die wirkliche, nochmal so eine zusätzliche Bedeutung irgendwie. Aber es ist schon scheiße. Es ist schon scheiße. Vor allem, wenn du halt bedenkst, dass es andere ältere Serien gibt. Teilweise sogar halt noch älter. Die gut archiviert wurden, die auch gute, überarbeitete Versionen bekommen. So, ich denke daran, ich habe komplett alte Twilight Zone auf Blu-ray. Die kompletten 5 Staffeln, jeweils auf so einem Blu-ray-Set. Holy fuck. Alter, die Bildqualität von diesen Twilight Zone Blu-rays, holy fucking shit, was die da nochmal an Restaurationsarbeit geleistet haben, wie viel fucking Extra-Kram da drauf ist. So nochmal auch wirklich, dass du dann damit alte TV-Promos irgendwie kriegst, alte so Radioscheiße, die nochmal irgendwie zwischen Episoden irgendwie teilweise eben auch lief oder so. Plus eben nochmal Commentary-Kram und alles mögliche. Also die Dinger sind wirklich super. Da bin ich wirklich froh, dass ich die eben auch alle habe. Aber das hast du halt nicht bei jeder Serie. Und das ist einfach wirklich, wirklich scheiße, ne? Vor allem wenn du, ich meine klar, Twilight Zone ist vielleicht nochmal ein bisschen wichtiger als andere Serien. Aber es ist halt wirklich kacke, dass du von so vielen Shows nicht mal gute DVD-Qualität irgendwo herbekommst. Und wie gesagt, von irgendwelchen Blu-ray-Remastern brauchen wir gar nicht erst irgendwie anzufangen oder so. Und das kriegst du ja auch meistens nur, wenn irgendeine Serie beliebt ist. So, wenn Twin Peaks nicht einfach noch weiterhin diesen kulturellen Impact gehabt hätte, dann hättest du, ich meine, das war ja vorher noch Season 3 oder so, dann hättest du auch nicht dieses, die guten Blu-ray-Conversions oder so davon bekommen. So, von der, ne, dieses, ich habe ja auch die Blu-ray-Box-Set mit den ersten beiden Staffeln und dem Film und dann eben danach eben noch Twin Peaks, The Return. Das, ich meine, okay, das ist halt dann direkt auf der Qualität rausgekommen. Und dann teilweise hast du eben noch Produkte, die dann eben rauskommen und dann hast du so eine Scheiße wie mit dem Buffy Blu-ray Remaster, wo es einfach absolut beschissen aussieht. So, da hast du auch nochmal die Sorge, dass wenn sich da jemand dran setzt, dass du dann auch Leute hast, die das halt gut machen und mit Respekt. Budget hatte Doctor Who ja eigentlich noch nie wirklich. Ich meine, im Kontext der Zeit auf jeden Fall nicht. So, das heißt, gemessen an dem Budget von anderen TV-Serien ist jetzt nicht so, dass irgendwie Doctor Who auch heutzutage irgendwie riesiges Budget bekommt oder so, aber ich meine, damals war das halt nochmal was ganz anderes. So, damals wenig Budget zu haben in den 60ern, 70ern ist nochmal was ganz anderes, als heutzutage wenig Budget zu haben. Das ist... Und ich meine, von irgendwelchen Anime brauchen wir gar nicht irgendwie reden. Also was es teilweise für Lost Media bei Anime gibt, oder beziehungsweise wir wissen teilweise nicht, was alles Lost ist, weil halt super viel Kram nur in Japan irgendwie existiert, teilweise. Dass es da auch irgendwelche VHS-Aufzeichnungen gibt von Leuten, die halt in Japan waren. Und da musst du überhaupt hier erstmal irgendwie so drankommen. Also da ist halt, da weißt du teilweise nicht, was Lost ist. Wir wissen ja teilweise nicht mal, was es alles gab. Weil du... Ne, weil es ja zu dem Zeitpunkt in den 70ern, 80ern oder so nicht wirklich großartig Leute gab, die das dann alles geguckt und irgendwie aufgezeichnet und archiviert haben. Und du musst dann eben teilweise japanische Quellen irgendwie überhaupt mal lesen können. Das ist, da wird einfach ab und zu immer noch Kram entdeckt oder so. Ja. Kingdom Hearts animiert zum Glück nicht mehr Lost Media. Da bin ich immer noch sehr traurig, dass das Video, was ich dazu gemacht habe, kaum Aufrufe bekommen hat. Das finde ich wirklich schade. Da habe ich so... Ne, die Info kam raus, ich habe mir das Ding ein, zweimal angesehen und habe dann nochmal recherchiert und alles und habe dann wirklich die Nacht da dran gesessen, um halt schnell ein gut qualitatives Video auch mit Editing und so Hintergründen dazu zu bekommen. Und dann hat es keine Sau geguckt. Hat es einfach keine Sau geguckt und niemand hat es interessiert. Und da war ich so, ah, fuck. war dein bestes Kingdom Hearts Video, ja. Dann kommt die Retrospektive. Ich arbeite dieses Jahr dran. Ich habe gerade erst, für die Leute, die auf Patreon sind, ich hatte gerade erst einen Update-Post gebracht, so ein bisschen die aktuelle Situation erklärt. So ein bisschen Zwickmühle, bei denen ich mich in ein paar Produktionssachen befinde. Wo ich ein bisschen Pech hatte einfach, dass ein paar Real-Life Dinge aufeinander gekommen sind und sich einfach sehr viel Kram gesammelt hat.
und ich da jetzt erstmal so ein bisschen durch muss, was so Testmuster anbelangt und eben auch noch Commissions, die angefallen sind. Und da muss ich erstmal ein bisschen durch und dann gibt es noch anderen, so ich versuche das so ein bisschen aufzustaffeln. Und wenn ich den ganzen anderen Kram durchgearbeitet habe, dann möchte ich dazu übergehen, die alten Patreon-Ziele endlich fertig zu machen. Und dazu gehört eben auch die Kingdom Hearts-Retrospektive. So neue wird es ja scheinbar nicht geben, weil Patreon ja das Goal-Feature abschafft. Das heißt, ich muss halt die Goals auf irgendwas anderes dann umlegen. Wo ich mir auch so denke, warum seid ihr so bescheuert? Oh, das ist einfach so eine beknackte Sache. Also ich müsste quasi eine externe Webseite kreieren mit der Info, wo wir uns befinden. Und dann irgendwie darauf hinarbeiten. Es ist so bescheuert. Ja. Biggest Patreon, ja. Ist okay, wir reden nicht von Metroid. Ich meine, Metroid ist aber nichts, was ich als Ziel versprochen hatte. Das heißt, ich will auf jeden Fall zuerst die Patreon-Ziele abarbeiten. Das heißt nicht, dass ich nicht zwischendurch an anderen Sachen arbeite, aber die sind auf jeden Fall, haben für mich ein bisschen mehr Vorrang. Aber ja, ich möchte auch alles, was ich irgendwie in einer gewissen Form angefangen habe. Das heißt jetzt nicht, dass ich, weil ich Zelda 2 Video gemacht habe, jetzt sofort die Zelda-Retrospektive mache, das will ich auch irgendwann machen. Aber halt Metroid auf jeden Fall, das würde ich mal gerne machen. Ich würde endlich mal gerne, jetzt auch wo es eine Fanübersetzung zum dritten Teil gibt, ich würde endlich mal gerne die komplette Disaster Report-Reihe dann fertig machen bei What the Fuck Japan. Das ist eine Reihe, zu der ich, da habe ich seit Pepsi Man kein Video mehr zugemacht. Das sind halt auch so Sachen. Ne, da gibt es so ein paar Dinger, die ich mal irgendwie angefangen habe. Ich habe das Tony Hawk-Projekt noch laufen. Da ist ja die Review zu Tony Hawk's Pro Skater 4 ist immer noch Patreon-exklusiv, weil ich den zum fünften Teil noch nicht gemacht habe. So, da gibt's einfach sehr viele laufende Sachen, die ich, glaube ich, einfach mal so ein bisschen erstmal kategorisieren muss, wie ich da durchkomme, bevor ich irgendwie neue Sachen anfange. Und ich habe ja trotzdem andere. Das ist ja das Problem. Also ich kriege dann irgendeine neue Hyperfixierung oder sonst eine Idee und dann lasse ich so nebenher noch Dinge arbeiten. So, ich habe jetzt endlich das vorletzte Paket für mein Import-Video, an dem ich nebenbei halt auch arbeite. Um halt endlich mal zu sagen, hey, so, das sind die besten Möglichkeiten, Spiele zu importieren aus Japan oder vielleicht auch irgendwo anders her. Das sind die ganzen Seiten, die ich gefunden habe, die mir Leute empfohlen haben. Ne, was sind die besten davon, beziehungsweise für die jeweilige Ausgangslage. So, je nachdem, hast du eine Kreditkarte, hast du PayPal, was sind deine Ziele, willst du Gebrauchtware, willst du Neuware, willst du Spiele zum Start haben, willst du explizit die Versionen haben, die teilweise im asiatischen Markt rauskommen und eine englische Fassung irgendwie besitzen, mit Google Translate erstellt scheinbar, teilweise, keine Ahnung. So, das ist, und da habe ich eben, um diese Service auch zu testen, habe ich dann eben zumindest bei den Seiten, die nicht einfach von vornherein weggefallen sind, weil sie einfach viel zu teuer waren. So, ich brauche keine Seite ausprobieren und da was kaufen, wenn die Spiele einfach darauf so horrende Preise besitzen oder die Versandkosten so horrend sind, dass ich sage, okay, das fällt allein schon deswegen weg. So, ich habe mit den Sachen alles abgedeckt. Aber ja, das sind, ich habe jetzt 1, 2, 3 normale Pakete von den Seiten und ich habe von Also ich habe auch zwei von diesen Seiten, die halt, ne, wo man dann Sachen dahin schicken oder über die Seiten was bestellen kann und dann konsolidiert zu einem geschickt bekommen. Da habe ich heute das erste Paket von bekommen. Und das zweite, und das ist das letzte Paket insgesamt, was ich brauche, das soll Anfang nächster Woche wahrscheinlich hier auftauchen. Und dann muss ich ein bisschen B-Roll-Material davon sammeln. Ich hab das natürlich auch auf den Seiten selber, wie ich die benutzt habe, habe ich alles aufgezeichnet. Aber dann muss ich halt erstmal das ganze, ne, das B-Roll-Material davon aufnehmen, von den Sachen. Und dann nochmal das ganze Material durchgehen, strukturieren und gucken, wie ich daraus irgendwie das in einem Skript oder so durchgehe. Und das ist, finde ich, für mich halt ein super wichtiges Video. Und wenn ich das mache, dann will ich das halt richtig machen. So, ich will, das ist die beste Quelle nachher. Wenn irgendjemand in Deutschland wissen will, hey, wie importiere ich Spiele aus Japan oder halt irgendwo anders her, was sind die Möglichkeiten, die es gibt, was kann ich irgendwie alles beachten, blablabla, bla bla, dann soll das irgendwie das definitive Video sein. Aber dementsprechend nimmt das eben auch nochmal. Das ist was ich nebenher mache, aber das nimmt halt auch nochmal extrem viel, nicht Zeit weg, aber ist halt aufwendig. Und holy shit, war das teuer. Klar, das sind Sachen, die ich halt auch dann für mich gekauft habe und Dinge, die ich halt haben wollte.
aber auch, weil ich bestimmte Sachen ausprobieren wollte, eben ein Spiel zum Launch oder so zu holen. So, das waren jetzt, glaube ich, insgesamt 200 Euro oder so, dass die das ganze Projekt oder so gekostet hat. Und das wird dieses scheiß Video niemals einspielen. Weil um 200 Euro über Ad-Revenue zu kriegen, müsste ich so 80.000, je nachdem, in welchem Monat das erscheint und wie lang das Video ist, müsste ich wahrscheinlich so an die 60 bis zwischen 60 und 80.000 Views oder so generieren. Und das ist halt echt ein bisschen so, das hat wie viele Videos von mir geschafft? Auf beiden Kanälen verteilt? 3, glaube ich, insgesamt. So, warte mal, ich glaube, der Zweitkanal hat keins. Der Zweitkanal hat kein Video, was 60.000 Aufrufe hat. Ich glaube, das meistgesehene Video ist das Bad Boys 2. Das hat 50.000 Aufrufe. So, das ist, also das heißt, auf dem Zweitkanal hat, ne, da wäre das Video das Beste überhaupt schon. Damit ich das Geld wieder reingespielt bekomme. Dann müsste es das beste Video sein, was ich jemals gemacht habe von den Views her. Und auf dem Hauptkanal ein Video. Das zu Fallout 4. Mit 88.000 mittlerweile. Und ich meine, alle anderen Videos, die eben auch so 30.000, 40.000 Aufrufe haben, die haben die über so manch, so, es gibt so ein, zwei, die haben recht schnell viele bekommen. Aber die meisten davon sind über Jahre angesammelt. Es wurmt mich auch immer noch, dass ich das Biomutant-Video nicht monetarisieren konnte. Und es ist das erfolgreichste Video aus dem letzten Jahr gewesen. 21.000 Aufrufe für eine Biomutant-Review. Es ist so zum Kotzen. naja. Naja, Leute. Gut. Bevor wir mit Alien Soldier gerade anfangen, ich muss nochmal kurz Pipi machen. Ich muss nochmal einmal kurz Pipi-Pause. Warte mal, was haben wir hier? Timer. Der geht gleich weiter. Warte, ich mach nochmal hier in den Hintergrund, dass man es irgendwie besser sehen kann. Farbverlauf? Was ist das? Deckfarbe. Da machen wir mal hinter. Nee. Hintergrundfarbe. Ah, genau. So kann man es dann. So geht es. So geht das. Ich mache aber, glaube ich, mal den Text anders. Pipo-Pause. Pipi-Pause. Pipi-Pause. So. Ich glaube, ich kann die Musik ja von Alien Soldier, Pipi Soldier. Einfach über das Alien Soldier-Logo drüber. So wie es Treasure wollte. Kann ich nur eine kurze Werbung schalten oder geht das nicht? Ich kann gerade keine Werbung schalten. Alles klar, Leute. Dann dürft ihr alle gerade in die Nuss davon kommen. Ich gehe ganz kurz Pipi. Und dann machen wir einfach noch so, ich würde mal sagen, wieder so eine halbe, dreiviertel Stunde. Ich will das jetzt nicht zu lange ziehen. Einfach nur, dass ich nochmal ein bisschen ins Spiel reinkomme. Und ich will das halt kontinuierlich in den ganzen Streams so drin machen. Und ich glaube, selbst wenn ich immer nur eine halbe Stunde mache, eine halbe Stunde, eine Stunde oder so, selbst das bringt mehr. Hauptsache, dass ich es eben regelmäßig mache. Aber ja, bis gleich. So, Pipi-Pause vorbei. Jetzt geht's los, sich zu blamieren. Ich habe meinen Controller nochmal angepasst. Ich habe die Steuerung auf dem Mister mit dem Pad nochmal angepasst, weil ich habe tatsächlich so einen PlayStation-Button hier. Das ist ein PlayStation
Das ist ein, wie heißt das? Power A. Das ist ein Fight Pad. Eben für die, ne, gibt's auch, glaube ich, für andere Konsolen, aber eben die PlayStation-Version. Und das heißt, ich habe einfach den Menü-Button hier draufgelegt. Crazy. Crazy. Das heißt, mir kann jetzt auch nicht aus Versehen passieren, dass ich in irgendeiner Form den Turbo-Button die ganze Zeit anmache. Und selbst die Tasten, wenn ich hinten oder hier oben dran komme, dann passiert nichts. Das heißt, ich sollte sicher darin sein, nicht irgendwie aus Versehen irgendwelche Aktionen auszuführen, die ich nicht möchte. Zumindest eben basierend darauf. Am Skill wird es auf jeden Fall scheitern, Dinge auszuführen, die ich nicht möchte. Aber gucken wir einfach mal. Gucken wir einfach mal. So, ich weiß am Anfang gar nicht mehr. Warte mal, der erste Boss war tatsächlich direkt der schlimmste. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich in irgendeiner Form gebraucht habe. Warte mal. Mach mal, ich glaube, Buster machen wir einfach zweimal, damit ich einfach davon notfalls wechseln kann und genug habe. Ich glaube, Range war bei dem relativ egal. Homing. Machen wir hier diesen Lancer vor, den Lancer Forts. Weißt du, vielleicht bringt das ja irgendwas. Und ich glaube, das hat für mich am besten funktioniert. Exit, ne? Nochmal kurz klarkommen. Das war springen. Und dann in der Luft halten. Und dann, wenn ich hier in die Decke gehe, dann kann ich mich auch daran festhalten. Das war wechseln. Warte mal. Hier kurz auf den Buster gehen. Und das heißt, wenn ich so am golden leuchten bin, dann habe ich den festgestellt zum Strafen. Und wenn ich in dem Modus bin, dann bleibe ich fest zum Schießen und kann dabei eben die Richtung ändern. Genau. Das Doppel war das Blocken. Ne, wie ich ja irgendwie jetzt gerade auch gesehen habe, dass ich bei dem einen Typen das machen kann. Und dann kannst du halt die Schüsse in diese Energie umsetzen, um dann eben hier drauf den Dash zu machen. Plus ich kann das eben dann noch so machen. Oder ohne doppelt in der Luft zu bleiben. Es ist schon gut, aber ich weiß auf jeden Fall, dass das meiste Problem habe ich immer noch beim Waffenwechseln. Vor allem, wenn du halt im Bosskampf bist und du merkst, oh scheiße, ich habe keine Energie mehr. Und dann musst du irgendwie schnell die Waffe wechseln. Du musst zumindest, glaube ich, immer warten, genau, egal wie schnell ich drücke. Du musst immer warten, bis das Rad zumindest kurz da ist. Und dann halt die Reihenfolge halt im Kampf dann vor allem zu behalten, ist, glaube ich, so ein bisschen das Schwierige. Aber ja, müssen wir mal gucken. Ich werde dein Video als Guide nutzen, in der ich die Yakuza 1 und 2 HD rankomme. Ich meine, die sollte man, glaube ich, immer noch ganz gut über eBay oder so bekommen. Oh fuck. Ich verkack's schon in dem Moment, wo ich direkt vergesse, welcher der Shoot-Button ist. So, hier war es auch die Sache. Okay, den konntest du halt generell so ganz gut töten. So. Das ist dann eben schon die Sache, wo es vielleicht sogar best. Was ist es besser, welches zu nehmen? So, genau, das Gegenschießen. Es wird geupgradet und gefüllt dadurch. Und dann kann ich es hier direkt nochmal. Gut, dann habe ich es jetzt nämlich schon direkt zweimal. Hier drauf. Okay. Ich glaube, das war dann so ein bisschen besser. Okay, warten. Ah, fuck! Oh, scheiße, ich habe direkt schon wieder die falsche Taste gedrückt. Oh, und den kompletten Booster dann kaputt gemacht. Weißt du, wenn du den versaust, dann hast du einfach schon direkt den größten Schaden, den du irgendwie geben kannst. Verkackt. Oh, okay, das kann ich auch aufnehmen, indem ich einen Booster mache. Ach, scheiße. Ein Booster, sag ich, einen Dash mache. Okay. Ja! Bastard. Ich habe bei dem halt auch überhaupt nicht das Movement raus. Ja, verdammt. Also das Boss-Movement irgendwie raus. Oha! Gott. Björn! Ich guck jetzt mal an, wie wenig ich dem abgezogen habe. Jetzt habe ich das aufgenommen. Und das ist auch der einzige Boss, glaube ich, wo ich halt permanent wegen der Zeit gestorben bin. Ja. Ich muss immer noch sagen, ich finde den irgendwie von allen Bossen, die ich da gemacht habe, finde ich den ersten immer noch am schwierigsten.
Weil der irgendwie das krasseste Zeitlimit hat, finde ich, gefühlt. Oder beziehungsweise vielleicht komme ich einfach so schwer durch die... so schwer schnell durch die Stage durch. Vielleicht ist es besser, irgendwie da so drauf zu gehen. Irgendwie hier am Anfang so ein bisschen aggressiver zu sein. Keine Ahnung, ob das irgendwie auch die beste Waffe ist, die ich halt irgendwie haben kann. Okay. Den kurz töten. Okay, so dieses Mal aber. Dieses Mal machen wir es richtig. Yeah, baby! Oh, siehst du, einfach schon direkt die... Ja, verdammt. Direkt einfach schon die halbe Lebensenergie abgezogen. Okay. Okay. Na, verdammt. Der hat den Ring rausgelassen. Nein. Oh Gott. Einfach dieser Blockade hängen bleiben, Björn. Stell dich mal nicht so an. Okay, das Ding. Ja. Zu cocky geworden. Oh, fuck. Ich sehe schon. Warte mal, Level Hard? Wait, what? Wait. Habe ich das Ding auf Hard stehen? Warte mal. Wo ist... Hier ist Reset. Da drauf. Ist das auf Anfang immer auf Hard gestellt? Warte mal kurz in die Options rein. Oh, okay, das hätte ich eh so machen sollen. Okay, alles klar. Einfach nur, wie gesagt, Ziel ist es auf jeden Fall auf Hard dann später zu schaffen, aber ich glaube, so ist ganz gut. Ich könnte halt nochmal mit der anderen Waffe versuchen, ob ich damit vielleicht sogar mehr Schaden mache bei dem. Aber ich weiß es halt nicht, ob die Waffen halt generell eigen, so von den Schaden her generell immer gleich ist. Oder ob es da allgemeine Unterschied bei den Bossen gibt, sodass die irgendwie eine bestimmte. Ob die halt so eine bestimmte Weakness haben, weißt du? Den hier. Den Maestro töten. Geh sterben. Power up! Okay, ja. So, kurz wechseln. Und jetzt. Yeah, boy! Oh, sogar scheiße. Fast das Ding geholt. Ja, fuck. Gott, ey. God damn it, Björn. Kannst du mal aufhören, dich so viel zu bewegen hier? Ah. Ne, hier dann drauf. Und dann macht er das Ding. Okay. Ja! Okay. Ah, fuck. Okay, das heißt, wenn er auf den Boden geht, dann macht er, genau, dann macht er seinen komischen Tanz. Und dann kann ich hier das so ein bisschen bleiben und danach macht er immer den Ring. Okay. Okay, alles klar. Das Problem ist halt weiterhin die Zeit ein bisschen. Ey! Okay. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Einfach nur, um die Munition zu sparen. Oh, fuck. Okay. Ja! Vielleicht wäre es besser, hier drauf zu wechseln. Vielleicht dann so ein bisschen besser gegen... Ja, scheiße. Dass ich ein bisschen besser gegen die arbeiten kann. Nein, warte. Okay. Dann ist das zumindest auf Stufe 3.
Weißt du, wenn ich es schon mal schaffen kann, zwei Bosse zu überleben. Okay. Jetzt habe ich natürlich nicht diesen Vorteil am Anfang. Okay, das. Ah, genau, das war das Ding, was ich blockieren kann. Was ich blocken kann. Okay. Ah, verdammt, stimmt. Der macht dann eben das Kneading. Das davor. Komm. Yeah, boy! Get fucked! Oh! Zwei Bosse hintereinander. Oh, first time. Oh, okay, alles klar. Oh, we gamen. Okay, ich weiß gar nicht mehr, ob... Konnte ich das... Warte mal. Konnte ich das Ding mit irgendwas kaputt machen? Kannst du mal die Position wechseln? Ich meine, ich gehe einfach durch, weißt du? Ich geh einfach durch. Passt schon. Komm da drauf. Ja, scheiße. Ja! Nein! Nein, nicht sterben! Okay, warte, die Dinger hier. Komm schon. Oh, fuck, ich hab das Ding gar nicht gesehen. Ja. Nein, zu spät. Fuck, der schießt sogar zwei hintereinander. Komm schon. Yeah! Okay. Frage natürlich, kann ich das, schaffe ich das jetzt zu behalten? Ah, okay, da ist der Boss. Okay, Baby, let's go. Let's go, Baby. Okay, komm her. Get fucked. Ah, ich weiß denn, ich hab die Angriffe von dem nicht mehr im Kopf. Komm schon. Ich glaube auf jeden Fall sowas ein bisschen besser. Oh! Oh, der Dodge! Oh, Baby! Fuck yeah! Oh, fuck yeah. Okay. Weißt du, es ist okay, dass ich bei der... Ich finde das okay, bei der einen Waffe gerade zu bleiben, nur ein bisschen besser ins Spiel reinzukommen. Warte mal. Oh, fuck you. Warte, wie komme ich denn da am besten... Kann ich den irgendwie herkommen lassen oder so? Warte. Okay, mehr als die 2000 geht's dann irgendwie nicht dafür. Kann ich das irgendwie kaputt machen? Ich muss dann wahrscheinlich so durch. Oh, scheiße. Gibt's quasi, also 4 ist das Maximale? Oder geht's, ich weiß gar nicht, geht's noch auf den Film? Aber ich hatte gerade das Gefühl, dass ich vorher schon auf 2000 war. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Okay, alles klar. Christian Lindner als nächsten Boss. Der war, glaube ich, noch relativ angenehm, meine ich damals. Es kommt mehr darauf an, den erstmal so ein bisschen zu mir kommen zu lassen. Damit ich dann eben von hinten drauf gehen kann. Ja, ich meine, guck dir mal an, was du denen mal für einen Schaden machst einfach in dem Moment. Holy shit. Okay. Okay, ja. Oh, Baby! Ah, fuck, ich hätte mich am Anfang... Ah, fuck! Schießen die einfach Revenge-Bullets raus? Oder bin ich ein... habe ich den getötet, nachdem die Biene die Kugel abgefeuert hat? Okay. Das waren, glaube ich, alle vier Bosse, die ich beim letzten Mal geschafft habe. Jetzt hintereinander. Crazy! Weißt du, ich hatte, ehrlich gesagt, beim ersten Boss so ein bisschen Sorge, dass irgendwie gar kein Improvement irgendwie da gewesen wäre. Okay, warte, ich teste das jetzt einfach nochmal gerade.
Okay, alles klar. Das heißt, das ist das Maximale, was du die Sachen upgraden kannst. Das heißt, ich habe an sich 2 Upgrade-Punkte. Hätte ich jetzt in dem Run vergeudet. Wie gesagt, ich gehe jetzt eh nicht aus, dass ich da großartig krass überleben werde oder so. Macht man hier mehr Schaden, wenn ich so aggressiv da drunter stehe eigentlich? Auf jeden Fall. Das scheint mir ganz gut Schaden zu machen. Besser als das Ding hier. Ah, scheiße, genau. Wenn du dann von... Oh, fuck. Oh, fuck. Okay, alles klar. Ja, ja, den Schaden, den ich dann mache. Okay. Warte. Vielleicht mal was anderes. Ja, okay, das Feuerding, das hat dann da besser funktioniert, genau. Der Homing, der geht dann eben durch den Panzer durch. Das ist halt die einfachere, aber dafür eben auch die langsamere Art und Weise, ihm dann Schaden zuzufügen. Oh. Nein. Nein. Okay. Okay, fuck, das war's. Na, du willst halt von denen nicht gefangen werden, während er dann da drüber steht. Fuck, ja. Ja, du kannst dann... Das ist schon clever platziert. Das ist schon relativ clever platziert. Ich meine, du hast es beim ersten Boss ja auch schon, dass du da diese Bänke hast. Damit du nicht komplett einfach in diese... In von Ecke zu Ecke oder so gehen kannst. Zumindest jetzt auf der unteren Position nicht. Sondern dass du eben da auch ein bisschen drauf aufpassen musst und dir den Platz eben lässt, nochmal kurz hochzuspringen. Aber ich finde den eigentlich ganz cool, auch vom Design her, weil das ist so... Ich meine, klar, gibt es garantiert noch andere Wege mit den Waffen oder so zu bekämpfen. Aber irgendwie sozusagen, hey, du kannst von außen das Feuer nehmen und dadurch eben so ein bisschen von der Seite einfacher Damage machen. Ich nehme mal an, wenn ich das Feuer richtig upgegradet hätte, hätte ich damit auch den noch schneller irgendwie töten können. Aber so für das High-Risk, High-Reward dann direkt eben sich drunter zu stellen und der Attacke von ihm auszuweichen, ist ja nicht das Problem, aber halt diese kleinen Scheißviecher, die dich dann gefangen nehmen und dann kannst du eben kurze Zeit nichts machen. So, das ist schon... So, I'm seeing the vision. Das war, ich muss gerade sagen, also wenn du so dieses... Selbst das bisschen beschissene Improvement, was ich gerade hatte, im Gegensatz zum letzten Mal. Da merkst du einfach schon, okay, holy shit, das Ding. Da merkst du, ne? Vor allem, ich kann halt dann vorstellen, wenn du eben auch mit den Waffen besser umgehen kannst und dann eben so weißt, okay, du kannst es halt so machen. Und dann halt relativ on the fly und optimiert eben zu spielen. Und das sind jetzt halt schon, das sind halt nur die Billo-Gegner, die Billo-Bosse, die ich am Anfang mache. Das war Homing, was effektiv war, Homing. Und dann versuche ich mal, ob es hiermit und hiermit vielleicht noch irgendwie was Effektives machen kann. Das ist jetzt eh nicht ja so, dass es jetzt nicht mehr aufeinander aufbaut, sondern ich ja sowieso von hier starte. Dann gucken wir mal, wie das mit dem Homing-Shot dann irgendwie am Anfang funktioniert. Ah, verdammt. Da. Okay, aber ich glaube, was ich haben will, ist der Homing-Shot, den will ich erweitert haben. Und dann gucken wir mal hier mit am Anfang. Da. Emergency. Aber ich glaube, ich könnte fast schon hiermit anfangen. Und dann mal gucken, wie viel Schaden machst du da am Anfang. Ah, fuck. Alter, wie der abzieht. Wenn du von dem Ding getroffen wirst. Ja, verdammt. Ich muss echt noch besser drin werden, das Waffenwechseln halt richtig zu timen. Ich merke dann, dass ich immer so panisch werde. Weil ich dann auch nicht richtig auswendig weiß, wie du am besten drankommst. Okay.
Hat der gerade irgendwie einen Aussetzer? Oder was war... Knapp. Na, plus, dass du eben auch nochmal den Vorteil hast, wenn du es schaffst, wenn du eben so in der Luft bleibst. Im Gegensatz zu auf den Boden zu kommen. Ja, verdammt, falsche Taste. Beziehungsweise, ich habe vergessen, dass wenn du an der Decke bist, dann musst du eben auch nach oben drücken. Das war ein bisschen zu spät. Na, ich mache ihm halt kaum Schaden, so immer noch. Also mit dem anderen Ding war es halt, glaube ich, nicht wirklich mehr. Ja, wenn du dann hier in der Ecke bist, fuck it. Das ist halt, das ist echt ein... Ich meine, ich kann das dann vollkommen nachvollziehen. Dass der in dem Moment dann so viel Schaden macht. Okay, dann gucken wir nochmal. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Warte mal, ich mach mal hier das. Hier von zwei. Und dann machen wir mal Flame Force. Gucken wir einfach mal. Einfach mal ein bisschen ausprobieren. Let's go! Ob es hiermit vielleicht besser ist am Anfang? Ich finde, ich komme, ne, gerade wenn du solchen Sachen dann irgendwie ausweichst, finde ich es dann so ein bisschen einfacher. Power up! Okay. Den frittiert. So, dann gucken wir mal. Also ja, das zieht schon gut ab. Ich weiß nicht, kann ich die kleinen Mistviecher eigentlich... Ja, okay, die kleinen Mistviecher kann ich auch töten. Oh, fuck, ey. Da ausgewichen, das war geil, dass ich durch die I-Frames eben auch nach rechts ausweichen konnte. Okay. Ja, scheiße. Ich glaube, du kannst halt nicht so schnell da irgendwie rauskommen. Ja, okay, ne? Diesmal dran gedacht, dass wenn ich an der Decke bin, nach oben drücken muss dafür. Okay, come on, come on. Come on. Okay. Mach ich damit Schaden? Nein, natürlich nicht. Natürlich mache ich damit. Ich kann nur diese kleinen Scheißviecher damit irgendwie jucken. Ja, hervorragend. I know. Oh, fuck! Oh, Gott sei Dank. Okay. Nein! Zu gierig! Zu gierig! Ich war zu gierig. Es tut mir leid, ich war zu gierig. Aber mit Feuer kriegst du ihn auch dann von der Seite scheinbar. Also sowohl Homing und Feuer. Weil ich nehme an, das ist halt beides Feuer, deswegen die gleichen Properties. Alles klar, gute Nacht. So, weißt du, wir machen jetzt mal optimiert auf den Boss. Es geht gerade nur darum, den Boss zu killen, dann mach ich's mal optimiert da drauf. Okay. Ja. So. Puh, dass ich davon gerade nicht getroffen wurde, holy shit. Ich würde gerne mal das. Das ist. Nee, ist immer noch Homing. Da ist Feuer. Power up! Okay. Ich weiß, dass ich am Anfang einen Dash machen sollte. Aber ich finde, du kannst am Anfang halt relativ gut easy hier die Punkte farmen. Ich muss halt nur merken, wenn er eine Attacke macht. Okay, alles klar. Okay, ne. Da kann ich nicht rangehen. Oh, nochmal das Ding geholt. Oh, fuck, fuck, ah, fuck. Okay. Yeah, baby! Nein! Oh, falsche. Komm, schnell. Das war super. Das war super. Das war sogar fast no damage.
Ich habe sogar zwischenzeit noch mal geschafft, eben diesen, den Schaden, den du eben durch diesen Super Dash machst. Holy fuck. Das ist so crazy. Okay, jetzt habe ich halt natürlich die Waffen gerade auf den Boss ausgelegt. Ist hier oben irgendwas versteckt oder so vielleicht? I don't know. Warte, so wechseln. Ja, fuck. Fickety fuckety fu. Ich liebe einfach, dass es so ein Space-Flughafen irgendwie hier scheinbar ist. Okay, Energie gesammelt. Wer kam jetzt als Nächster? Was bist du? Oh, He Frog! Das sieht so cool aus. Auch mit dieser ganzen. Diesem Squash und Stretchen der Sprites. Was hat mich da gerade. Oh, okay. Ah, fuck. Das kann ich ja so blocken. Die Frage ist, kann ich das auch töten? Nee, ne? Zumindest nicht damit. Ah, fuck, ey. Nein, nein, nein. Ach, scheiße, ey. Nein, in die Richtung. Okay. Okay. Ah, verdammt. Oh, Gott sei Dank. Okay. Da kam noch einer raus. Alter, vor allem wenn du halt die Waffen auch nicht aufgerüstet hast, wie oft du die eben dann auch wechseln musst. Oh, Frog is dead. Zwei Bosse in Folge nochmal geschafft. Holy shit, first try. Der war aber auch ein bisschen einfacher, beziehungsweise ich habe auch teilweise das Gefühl, ich habe dann mehr Zeit. Ich meine, klar, dass du kriegst, glaube ich, einen so Outrun-mäßig eine feste Zeit irgendwie drauf. Habe ich das Gefühl. So, das heißt, so, ich glaube, der Zeitfaktor ist dann halt gerade, wenn du halt dann 1cc-mäßig die Sachen hintereinander machst, dass es dann, glaube ich, weniger ein Problem ist, was die Zeit betrifft wahrscheinlich. Okay, wer kommt jetzt? Emergency! Oh no! Oh, who is you? Komm her. Ich fange immer zu früh an zu schießen. Okay. Nehmen wir an, das kann ich dann auch. Okay. Komm her. Nein! Alter, Hitboxen! Oh! Alter, das Waffenwechseln, das nimmt einfach so viel Zeit ein. Ach, scheiße. Ah, okay. Okay, ich glaube. Kurze Session. Es ist halt auch leider wieder ein bisschen so spät, aber ich habe trotzdem, ne, kurzen, leichten Progress gemacht. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Das ist das Wichtige. Einfach immer so Stück für Stück ein bisschen Progress machen und dann beim nächsten Mal fange ich wieder von vorne an und dann komme ich hoffentlich auch beim ersten Mal durch den ersten Boss durch und schaffe es dann wieder ebenso weiter durchzukommen. Und ich glaube, auf die Art und Weise, vielleicht ist es sogar besser, als sich stur in einem Playthrough einmal durch alle Bosse durchzuarbeiten und halt nur die Bosse immer so einzeln zu betrachten, sondern dann zu sagen, okay, ich gucke halt einfach wieder, wie ich gerade ein bisschen weiterkomme und dann eben so ein, zwei weitere Bosse mache, mich da halt ein bisschen festharre, um zu gucken, wie die funktionieren und dann versuchen, das halt mehr wieder in einem Rutsch oder so beim nächsten Mal so weit zu kommen wie möglich. Einfach nur, um auch die Spielweise direkt schon mal zu verinnerlichen, wie das dann eben funktioniert. Und dann halt, ne, wie gesagt, so. Irgendwann komme ich da auf jeden Fall hin. Das traue ich mir definitiv zu. Ist auf jeden Fall ganz, ganz geil.
Ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen mehr lernen. Ich habe immer noch gerade noch immer kein Gefühl, wie du genau diese die Special-Leiste wieder auffüllst, um nochmal diesen Super-Dash zu machen. Du darfst auf jeden Fall, glaube ich, nicht getroffen werden. Also auf jeden Fall, wenn du ihn hast, darfst du nicht getroffen werden, sonst ist er weg. Ich weiß nicht, ob du während des Aufbauens dahin auch nicht getroffen werden darfst, um den eben wieder zu bekommen. I don't know. Ich glaube, das sind eben auch die, ist auch die Lebensenergie, die du dann eben zwischendurch bekommst. Das ist natürlich auch nochmal, dass du so eben bei gewissen Gegnern irgendwie länger am Leben bleiben kannst dadurch. Deswegen war, fand ich der Frosch auch dann wahrscheinlich irgendwie ein bisschen, habe ich den überhaupt beim ersten Mal geschafft, einfach weil ich so viel Lebensenergie wieder zurückbekommen konnte, relativ einfach dadurch, wie langsam der sich bewegt hat und dann eben diese ganzen Pellets, die am Boden waren, aber ja. Ich find's super. Es ist eine, glaube ich, eine gute Art und Weise, das so zusammen zu kopieren. Aber ich muss das ein bisschen mehr in den Griff bekommen, die Zeiten halt zu sagen und dann nochmal eben zu sagen, okay, dann ist halt bei dem Spiel auch die Session ein bisschen kürzer. So, ich weiß halt bei Trails in the Sky, okay, es ist eben auch das JRPG und da möchte ich dann vielleicht auch mal so ein längeres Ding am Stück haben. Aber ich kann, glaube ich, dann nicht jedes Mal alles so zu kombinieren und zu sagen, okay, dann ist es halt wieder ein 8-Stunden-Stream nachher geworden. Weil, wie lange bin ich jetzt dran? Oh ja, genau. Das ist so, das braucht's dann eben auch nicht. Weißt du, 7,5 Stunden, das braucht's dann eben auch nicht. Ich weiß, klar, Alien Soldier interessiert es nicht die meisten. Es ist an einem Donnerstag, halb zwei, beziehungsweise 2:20. Ist halt klar. Ich meine, dementsprechend mache ich das ja auch immer so am Ende. Weil ich halt genau weiß, okay, wenn ich jetzt mit Alien Soldier oder so anfange und das mittendrin mache, dann geht's halt in den Keller. Deswegen müssen wir mal gucken. Aber ja, ich gucke mir jetzt noch alleine Resident Evil 4 kurz an. Da habe ich dann eben Bock drauf, das zu machen. Und schau mir einfach mal an, ob ich morgen Standard oder Hardcore spiele. Und dann geht es morgen 16 Uhr rum. Es kann sein, dass ich ein bisschen später anfange, muss ich mal gucken. Aber 16 Uhr rum geht es dann mit dem Livestream los. Und ich werde dann eben genau wie beim letzten Mal auch einen Timer eben einstellen. Und dann, bis dieser Timer 24 Stunden erreicht, werde ich dann Resident Evil 4 spielen. Definitiv durchkommen, auf jeden Fall. Definitiv durchkommen. Aber ich nehme mal an, in der Zeit, ich fände es halt cool, wenn ich in der Zeit 2 komplette Playthroughs mache. Einen auf Standard Hardcore oder so. Und dann eben einen weiteren mit Professional direkt hinterher. Da hätte ich Bock drauf. Aber ja, müssen wir dann eben sehen. Deswegen gute Nacht an alle. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen. Kommt einfach mal zwischendurch. Ich werde online sein, ne? Wie gesagt. Morgen, wenn ihr sagt, hey, Freitagabend, ich bin jetzt auch Resident Evil 4 am Spielen den ganzen Tag. Ich guck mal irgendwie zwischendurch rein, wie weit Björn ist. Weil hey, solange ihr irgendwie jetzt schon angefangen habt, heute, wo das Spiel jetzt eben raus ist, oder halt im Vorfeld oder sonst was, ihr werdet auf jeden Fall dann vor mir sein. Dann kann man zwischendurch mal reingucken, wo ich irgendwie bin. Das soll es gewesen sein. Euch noch einen wunderschönen Abend und dann sehen wir uns hoffentlich morgen. Bis dann. Bye, bye.